Seit der Pressemitteilung am Montag von Pfizer, dass ein Impfstoff in Reichweite sei, ist die Stimmung bombig, geradezu euphorisch der Investoren auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind die Märkte stark überkauft. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann schreit eigentlich alles, zumindest kurzfristig, im kurzen Zeitfenster, nach einer Korrektur, denn solche Extremwerte, die halten sich nicht wirklich lange in der Regel. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit, und den will ich in diesem Video werfen, warum wahrscheinlich jetzt die Bäume erstmal im kurzen Zeitfenster, wie gesagt, das kann alles dann später anders sein, aber im kurzen Zeitfenster wird es jetzt schlichtweg schwierig. Schauen wir uns zunächst mal an die Stimmung der amerikanischen Privatinvestoren, die Weekly American Association of Individual Investor Sentiment, auch genannt AAII Sentiment. Das ist jetzt total nach oben gedreht. Wir sehen jetzt einen massiven Anstieg bei den Bullen, knapp 56% sind bullish, die Bären sind abgestürzt, nicht mal mehr ein Viertel im Lager der Bären. Schauen wir uns mal diese Werte genauer an, dann sind wir hier praktisch in der obersten Dezile in den letzten 33 Jahren. Das ist der sechsthöchste Wert seit dem März 2009, also wenn man so will, seit dem Tiefpunkt, den die Märkte damals in der Finanzkrise erreicht hatten. Und wir haben den größten Sprung, was das bullische Sentiment betrifft, in den letzten 10 Jahren. Jetzt beträgt der Spread zwischen Bullen und Bären 31%. Das ist innerhalb der höchsten 5% in der Geschichte. Also wir sehen, da ist schon sehr, sehr viel Euphorie am Start. Das ist sozusagen schon mal ein Warnsignal normalerweise, weil ja eine bombige Stimmung, wenn alle optimistisch sind, dann sind in der Regel eben alle auch schon drin und dann fehlen hinten raus die Käufer, könnte man sagen. Und so scheint es derzeit zu sein. Wir sehen hier nochmal in einer Grafik hier von Makrocharts, wie stark dieser Anstieg hier gewesen ist, seit Montag jetzt vor allem, seit eben diese Meldung von Pfizer kam. Man geht jetzt davon aus, Impfstoff kommt, Problem erledigt, kaufen. Das ist die Logik, die derzeit hinter dieser Stimmung steht. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Märkte eben stark überkauft sind. Wir sehen hier den S&P 500 mit seinem Abstand zum 50-Tages-Durchschnitt, wo man sehen kann eben, naja, wie weit entfernt sich sozusagen der Index von einem sehr wichtigen gleitenden Durchschnitt, und wir sind jetzt gerade an der Grenze zwischen überkauft und extrem überkauft. Wenn Sie sich diese Grafik mal anschauen, dann sehen Sie, ja, es kann vielleicht noch mal ein bisschen noch weiter nach oben gehen, aber da ist eigentlich in dieser Zone meistens Schluss, meistens geht es da nicht weiter und dann folgt eine Korrektur. Also es ist diese Kombination aus bullischem Sentiment auf der einen Seite und Überkauftheit der Märkte, die eigentlich einen deutlichen Anstieg nochmal, so wie wir es jetzt vielleicht am Montag gesehen haben, doch sehr, sehr schwierig macht. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist nicht gerade wahrscheinlich, und an der Börse, da handeln wir ja zunächst mal die Wahrscheinlichkeiten. Und wir sehen auch in anderen Parametern, dass die Sache ein bisschen heiß gelaufen ist. Hier mal die Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. In den verschiedenen US-Indizes sehen wir den S&P 500, höchste Prozentzahl derjenigen Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt handeln, seit Januar. Beim Nasdaq ist es sogar der höchste Wert seit 2014 und beim Russell 2000 der höchste Wert seit 2017. Also auch das sind normalerweise Parameter, die nicht lange anhalten. Solche extremen Abstände eben vieler Aktien zu ihren gleitenden Durchschnitten, respektive die hohe Anzahl von Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Auch das, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt ein Einstiegssignal, wo man sagt, da muss ich jetzt unbedingt dabei sein. Wenn wir uns mal anschauen, was da am Montag passiert ist, dann sehen wir die stärkste je gemessene Abweichung vom Mittelwert in Relation Value zu Tech. Wir haben hier eine extreme Sigma-Abweichung, wie sich das nennt, also eine Abweichung vom Mittelwert, vom erwartbaren Mittelwert. Hier sehen wir das oben und unten in diesen Grafiken, wie extrem dieser Spike war, und das hat sich ja fortgesetzt. Dann am Dienstag wurden Value-Aktien gekauft. Hurra, der Impfstoff kommt, dann kaufen wir Value. Gell, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt eben wirklich Value ist, sondern eher Trash, aber sei es drum, wir kaufen. Und man hat eben die Tech-Aktien verkauft. Heute sehen wir, wie gestern schon, so ein bisschen eine Korrektur dieses Trends, eben dass Tech jetzt eigentlich besser läuft heute als Value. Wir sehen den Nasdaq, den stärksten Index an der Wall Street, Dow Jones und Russell sind schwächer, und hier in Europa der DAX zum Beispiel auch schwach.
mit einem Verlust von knapp über 1%. Und der DAX ist ja überwiegend Value getrieben. Da sind ja wenige Tech-Werte drin, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und schauen wir uns jetzt mal das Sentiment hier in Deutschland an. Sehen wir hier die Privatanleger mit 53% Bullen, auch ein sehr, sehr hoher Wert. Das ist der höchste Wert seit November 2019, also seit einem Jahr. Also die Stimmung auch hierzulande bei den Privatinvestoren sehr, sehr bullisch. Nur 28% sind bärisch. Bei den Institutionellen ist es ähnlich. Da sind 50% bullisch und nur 26% bärisch. Also es ist sozusagen das Gefühl, es kann nicht schief gehen. Jetzt haben wir doch den Impfstoff. Was soll denn jetzt passieren? Ist doch alles Suche. Ist doch alles gut. Dann können die Aktien Märkte doch gar nicht mehr fallen, aber sie können eben doch, weil die Profis jetzt möglicherweise eben ihre Stücke an die Privatinvestoren weiterreichen, wie die gestrige Jubelmeldung von Goldman Sachs ein bisschen nahelegt, die ja gesagt haben, wir haben tolle Kursziele, wir haben die Roaring Twenties, die goldenen 20er Jahre und da kann ja auch nichts passieren. Jetzt kommen wir zu anderen Themen, kommen wir zur politischen Situation in die USA. Wir sehen, dass der Vorsprung von Biden nach weiteren Auszählungen in Georgia, in Pennsylvania, in Nevada und Arizona weiter steigt. Selbst die New York Post, die ja durchaus Trump-affin ist, wenn man es mal so sagen will, meldet hier, dass der Republican AG, also praktisch derjenige, der da die Wahlaufsicht hat und ein Republikaner ist, sagt, also wir haben überhaupt keine Anzeichen für Fraud. Die Trump-Administration und die Trump und die Seinen sind ja bemüht, irgendwie irgendwas hervorzuholen, aber es lässt sich bislang nicht wirklich irgendetwas Systematisches nachweisen, was in irgendeiner Form relevant wäre. Und darauf kommt es ja an, dass einzelne Geschichten da auch mal getrickst werden. Das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen in den USA, aber es muss relevant sein, es muss den Unterschied ausmachen. Und dadurch, dass der Vorsprung jetzt in diesen Swing States, in diesen knappen Staaten, doch immer deutlicher in Richtung Biden geht, weil eben immer mehr Briefwahlzettel jetzt ausgewertet werden und Trump ja selber aufgerufen hat, Leute, geht in die Wahlkabine, also die Republikaner tendenziell ja eben Wahlkabinenwähler sind, die Demokraten tendenziell deutlich stärker Briefwahlwähler sind, ist diese weitere Auszählung jetzt bei Briefwahlstimmen eben nicht überraschend, dass das überwiegend zugunsten der Demokraten ausfällt. Und wir haben jetzt vielleicht einen der möglichen Anlässe, dass es eben jetzt schwieriger wird für die Aktienmärkte. Das Weiße Haus selber sagt ja, also we are stepping back from stimulus negotiations, also wir treten zurück von Stimulusverhandlungen. Kurz vor der Wahl hatte Trump ja gesagt, I want it big, ich will große Stimulus, ganz, ganz groß, viel größer als Demokraten. Ja, also bis zum Mond Stimulus hätte ich gerne, ja, kann nicht groß genug sein. Jetzt interessiert er sich nicht mehr für das Thema. Auch das vielleicht ein bisschen sprechend, kaum ist die Wahl vorbei, ist Stimulus jetzt nicht mehr im Fokus von Donald Trump, sondern etwas anderes, was wir gleich sehen werden. Jetzt wird der Ball zurückgespielt an Mitch McConnell, den Führer der Republikaner im Senat. Der sagt aber, naja, ich sehe eigentlich keine große Notwendigkeit für großen Stimulus. Wir haben noch ganz ordentliche Arbeitsmarktdaten. Heute die Erstanträge und Continuing Claims, die waren auch ganz ordentlich. Dann am Freitag, letzten Freitag, die großen Arbeitsmarktdaten, auch ganz schick scheinbar mit nur 6,9% Arbeitslosenquote. Ja, wir brauchen schon vielleicht nochmal ein Stimuluspaket, aber das sollte in etwa das Volumen haben, so Mitch McConnell, wie damals im September, Oktober vorgeschlagen. Und das waren 500 Milliarden und damit sind wir doch sehr, sehr weit weg von diesen Vorstellungen der Demokraten. 2,2 Billionen, dann hieß es ja, okay, man könnte sich treffen bei 1,8. Jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwann, wenn überhaupt, landen bei 0,5 und das macht schon einen Unterschied, zumal gar nicht klar ist, wann so etwas kommt, solange die politische Lage ebenso schwierig ist in den USA. Und was hat Trump jetzt vor? Der kümmert sich jetzt vorwiegend um Rache. Der will nämlich jetzt der Fox ans Bein pinkeln, diesen Fernsehsender, der ihm ja so gewogen war jahrelang, die aber dann die Dreistigkeit besessen hatten, Arizona schon den Demokraten zuzusprechen. Das hat Donald gar nicht gefallen. Und jetzt ist man dabei offenkundig, wie Trump-Vertraute sagen, dass hier ein eigener Kanal aufgebaut werden soll, ein Digital Media Channel. Und da würde man praktisch online streamen und das würde sozusagen leichter sein als ein Kabelkanal, also ein klassischer Fernsehkanal, der über Kabel übertragen wird. Also das ist schon sehr, sehr konkret und das sieht man dann auch in dem Twitter-Account von Donald Trump. Er hat jetzt dazu selber nichts getweetet, aber er hat andere retweetet, also und praktisch deren Meinung geteilt, womit klar wird, dass er hinter dieser Meinung steht, von enttäuschten Trump-Anhängern, die sagen,
ja, ich werde Fox News hier nicht mehr gucken, ich werde den Sender verlassen. Fox News ist dead, schreibt hier einer, und Trump retweetet das. Also man ist jetzt sozusagen auf diesem Kreuzzug gegen Fox, und die Aktie von Fox heute dann auch stark unter Druck aufgrund dieser aufgrund dieser Aktionen von Donald Trump. Denn wenn die Trump-Supporter sich von Fox abwenden, dann ist das durchaus nicht wenig, was Fox da wahrscheinlich dann an Zusehern verlieren dürfte. Kommen wir jetzt zur Corona-Situation. Wir haben auch einen Dr. Fauci, der jetzt sagt, ja, also da ist doch die Geschichte fast schon vorbei. Wir werden sehen, dass diese Pandemie nicht mehr lange andauert. Das ist durchaus eine ambitionierte Ansage. Da ist er jetzt plötzlich sehr viel optimistischer als noch vor der Wahl, der liebe Dr. Fauci. Das Problem, soweit ich das als Laie beurteilen kann, bei diesem Impfstoff, wenn er denn zugelassen werden sollte, jetzt muss ja erst die vierte klinische Phase abgewartet werden, das Risiko scheint darin zu bestehen, dass möglicherweise der Körper dann eine Autoimmunreaktion zeigt, also praktisch der Körper gegen die eigenen Zellen vorgeht. Man weiß es zumindest nicht, weil es natürlich keine Langzeitstudien gibt über diesen Impfstoff und seinen Wirkmechanismus und möglicherweise eben auch seine Nebenwirkungen. Das kann man ja in der kurzen Zeit gar nicht sagen. Dazu braucht man viel längere Studien, die eben zeigen, okay, das hat eben auch den und den Effekt. Bisher ist das sozusagen ja nicht wirklich klar. Also wir sehen aber, dass generell dieser Optimismus jetzt um sich greift. Und wir sehen in den USA auch, dass jetzt dieses Corona-Thema immer stärker aufpoppt. Wir hatten ja heute, respektive gestern, 148.000 Corona-Infektionen. Das ist der höchste Wert ever. Und wir sehen ja die Steigung praktisch hier in den Zahlen, wie sie NBC News zeigt. Und wir sehen auf der anderen Seite dieser Graph, der in der Mitte hier stark nach oben weist. Das ist Midwest, also praktisch der mittlere Westen in den USA. Da steigen die Zahlen besonders sprunghaft, noch viel deutlicher als andernorts. Und das kann bedeuten, dass möglicherweise Schulschließungen kommen. Detroit hat das jetzt angekündigt, wir werden die Schulen schließen. New York bereitet das offenkundig vor. Und auch bei uns in Deutschland könnte eine solche Situation entstehen, denn bisher sind jetzt schon 300.000 Schüler in Quarantäne und nicht eben in der Schule, und 30.000 Lehrer sind in Quarantäne und nicht in der Schule, wobei das bei den Lehrern wahrscheinlich gar nicht auffällt, ob die in der Schule sind oder in Quarantäne. Das ist manchmal gar nicht zu unterscheiden im öffentlichen Dienst, ob jemand arbeitet oder halt nur nicht arbeitet gerade. Das ist manchmal eine Grauzone. Ja, da ist man irgendwo dazwischen. Jedenfalls, wenn das weiter überhand nimmt, dann stellt sich eben die Frage, ob es Sinn macht, die Schulen aufzulassen. Mir graut es ja schon, wenn auf bayerisch gesagt die Schwarzen wieder daheim sind und einem natürlich extrem mit ihrer Anwesenheit erfreuen, dann ist das natürlich eine Geschichte, die möglicherweise wieder schwer zu bewältigen sein wird. Homeschooling und diese ganzen Geschichten, viele Leute können dann nicht zu ihrem Arbeitsplatz etc. Also wir wollen hoffen, dass das alles nicht passiert. In den USA übrigens, da ist jetzt sogar die Überlegung von dem Covid-Advisor, den Biden ernannt hat, ja, einfach mal hier 4 bis 6 Wochen in den Lockdown zu gehen, inzwischen dann die Amerikaner über Schecks zu finanzieren. Geld ist passt schon, wir haben ja das Geld, ne? Das können wir uns leihen, und dann machen wir das einfach. Und dann haben wir die Pandemie überstanden, dann ist der Impfstoff da, gell, und dann wird alles schick, ist ein großartiger Vorschlag. Der hat nur einen kleinen Haken, er funktioniert halt nicht, gell, weil wenn die Leute praktisch zwar Schecks bekommen, aber die Wirtschaft im Lockdown ist, was sollen sie dann kaufen? Ne? Das ist ja mal die Frage, die ich jetzt in den Raum stelle. Vielleicht kann der gute Herr Osterholm, der diesen Plan hier aufgestellt hat für die beiden Administrationen, vielleicht kann der das einmal beantworten. Also, das ist die Situation, nach meiner Auffassung ein sehr ungünstiges Setup im kurzen Zeitfenster. Ich bitte das nochmal zu betonen. Es ist hier kein genereller Pessimismus. Wir können durchaus vielleicht Anfang 2021 auf neue Allzeithochs steigen. Gar keine Frage, die Notenbanken agieren. Aber kurzfristig ist eben jetzt so ziemlich alles an Früchten von den Bäumen geholt, was sie zu holen war. Es wird schwieriger nach meiner Auffassung. Wir werden sehen, was passiert. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.